Die Frage der Frage für uns Heimwerker: Wie finde ich das richtige Holz? Alex. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was man bauen will. Ne? Ja. Ist das jetzt der Witterung ausgesetztes Holz, dann brauche ich natürlich ein harzreiches Holz oder ein Hartholz. Ja, oder wenn es natürlich irgendwas Kleines ist, eine Bastelei, dann tut es ja auch ein günstiges Fichte-Nadelholz. Ne? Okay. Hartholz wäre dann Lärche oder was? Hartholz-Lärche ist so ein Zwischending. Mhm. Ein richtiges Hartholz sind dann Laubhölzer, quasi Buche, Ahorn, Eiche, okay. Esche. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Ahorn, weil das die Eigenschaft hat, dass es, wir sagen dazu, dass es stehen bleibt. Das heißt, dass bei Temperaturwechsel und Feuchtigkeitswechsel sich nicht groß ausdehnt und schwindet, quillt und schwindet, sondern dass es eben stehen bleibt. Und da kommt es natürlich auch immer noch auf den richtigen Schnitt drauf an. Schnitt heißt, wie das Brett zubereitet wurde, quasi zusammengesägt wurde? Wie es aus dem Stamm rausgeschnitten wurde, okay. Genau. Ja. Wie erkenne ich das, dass es der richtige Schnitt ist? Da muss ich wieder auf das Hirnholz achten. Das ist quasi der Längsschnitt am Holz. Das heißt, ich gucke hier auf die Längsseite. Da sieht man jetzt wirklich zwei Beispiele, zwei Extreme. Einmal habe ich hier die liegenden Jahresringe. Und hier habe ich die stehenden Jahresringe. Und die stehenden Jahresringe, da weiß ich, okay, da passiert mit dem Holz fast gar nichts. Ja. Es bleibt wirklich stehen, auch wenn das, wie gesagt, der Luftfeuchtigkeitswechsel hoch ist oder der Temperaturwechsel hoch ist, dann kommt das richtig. Das heißt, es ist wesentlich stabiler als das Holz hier? Ja, also stabil ist eh so, aber eben durch den Schnitt ist es halt nochmal formstabiler, genau. Okay. Der einzige Grund, wo ich raufgucken kann, ist das hier, also im Prinzip diese Schnittfläche, richtig? Genau, genau. Okay, es bringt mir nichts, hier auf der Seite zu gucken. Das ist schwierig zu erkennen, das sieht dann gut, hier sieht man es auch. Halt hier, ja. Okay. Das sieht nicht so gut aus, hier sieht man tatsächlich... Das ist zwar ein schönes Bild, ne? Er hat zwar reingeschnitten, aber in die Ringe hat er reingeschnitten. Genau, genau. Und hier sieht man einen schönen Verlauf. Hier sieht man, guck mal, die Striche auch. Also auch da ein schöner Unterschied. Ja. Also... Gutes Holz, vor allem formstabil, wenn die Wärme sich dran tut oder wieder kälter wird oder sowas, dann nehmen wir es tatsächlich, wenn der Schnitt so ist, hier. Genau. In die Richtung. Ja. Also vertikal. Oder horizontal. Wie ihr es gerade guckt. Wie man gerade dreht, ja. Wie gesagt, wir sagen rechtwinklig zu der breiten Fläche. So richtig ausgedrückt.